Willkommen zurück zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2, meine Lieben. Endlich ist es soweit. Wir haben unsere zwei Laserschwerter. Wie ein Motherfucker sehen wir auch aus. Was ist ein richtiger Badass-Motherfucker? Mich würde mal interessieren, ich ziehe mal schnell die Maske ab, wie denn so unser Gesicht aussieht. Oh, Leute. Guckt euch das an. Ja, das nenne ich mal was auch immer. Gut. Oh, ich will mal schnell gucken, ob ich meine Rüstung und meine Maske noch irgendwie aufrüsten kann. Mein Oberteil, das geht. Da habe ich nichts. Schade. Und da... Oh, da habe ich was. Okay. Sehr schön. Okay. Ist nicht kompatibel. Fick dich. Und unsere Maske, die geht nicht. Alle Lichtschwerter. Schade. Na gut. Okay, dann würde ich... Oh, Leute, es sieht immer noch so geil aus. Ich habe auch noch eine Mod installiert, wo die Laserschwerter mehr leuchten lässt. Und ich sag's ja, das sieht so geil aus. Sehr schön. So, was geht denn hier so vor sich? Oh, reden wir doch mal mit der neuen. Wie heißt die? Die ist ja bewusstlos. Stimmt ja. Na gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir uns langsam, aber sicher mal. HK-Einheit. Einige kritische Komponente. Schade, ich finde den Droiden mega geil. Aber gut. Lasst uns doch mal zum nächsten Planeten aufbrechen, oder? Wie seht ihr das? Schon, gell? Wo geht's denn als nächstes hin? Ich möchte gerne nach... Korriban, Onderon. Nach Onderon. Ja, wieso nicht, oder? Ja, komm, lass uns... Ja, das ist Onderon. Wird vermutlich nicht ganz einfach, in den Raumhafen von Izitz zu kommen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich spüre eine Störung hier im Orbit. Und auf den Planeten unter uns. Ich schätze, diese Blockade ist ein Symptom für wesentlich größere Probleme. Tja, das werden wir wohl bald wissen. Ich empfange gerade eine Nachricht von irgendeinem Colonel Tobin. Ich stelle ihn durch. The Evan Hawk. Ich sollte eure Ankunft erwarten. Ich weiß nicht, was euch nach Onderon führt, aber hier endet alles. Abgekriegt. Wir können uns wehren oder abhauen und uns auf diesem Dschungelmond verstecken. Deine Entscheidung. Ich gehe an die Geschütze, haltet sie einfach nur ruhig. Doch, doch, ich gehe an die Geschütze, Leute. Scheiße. Kann man die überhaupt treffen? Ich sehe ja gar nicht. Da war einer. Das war auch einer. Da unten. Yes! 4 von 6. Noch 2 sind übrig. Wo denn? Wo denn? Noch einer. Vielleicht geben die nämlich XP, wenn ich die kille. Ach, kommt schon. Yeah, Leute. Haben wir gut hingekriegt. Lange geht das hier nicht mehr gut. Ich bin wirklich kein Spielverderber, aber wir müssen jetzt landen. Ich gehe auf diesem Dschungelmond runter. Mir, dass sich jemand freut, uns zu sehen. Aber nein, wenn sie uns keine Waffen an die Schläfen halten, versuchen sie uns abzuschießen. Wie schwer ist das Schiff beschädigt? Es ist nur leicht beschädigt.
Nichts Ernsthaftes. Ich schalte während der Reparatur alle unwichtigen Systeme aus. Dann geben wir kein Ziel ab. Wo sind wir gelandet? Nein, das will ich nicht wissen. Ich weiß es auf Onderon, dem sein Mond. Was jetzt? Tja, die Schlacht ist noch nicht vorbei. Und nachdem sie uns unbedingt als Zielscheiben benutzen mussten, werden sie uns vermutlich so schnell nicht vergessen. Das gefällt mir nicht. Onderon ist verdammt weit von den Kernwelten entfernt. Aber sogar hier, am Arsch der Galaxis, haben die Leute schon von uns gehört. Wir hatten Glück, dass wir einen Landeplatz gefunden haben. Anscheinend haben die den Dschungel hier in der Gegend ziemlich abgeholzt. Wisst ihr, wo wir sind? Sieht aus wie einer der Monde von Onderon, aber ich weiß nicht welcher. Nur Dschungel und Berge. Ich habe in der Nähe die Reste eines alten Vorpostens gesehen. Vielleicht sind hier deshalb so viele Lichtungen. Das könnten mal Siedlungen gewesen sein. Hier gab es keine Siedlungen. Diese Lichtungen waren vermutlich einmal Krater. Oder Absturzstellen. Absturzstellen? Das ist Duxun. Hier begann der Kreuzzug der Mandalorianer gegen die Republik. Die Reste der Vorposten, die ihr hier entdeckt habt, sind Militärposten. Wir sollten auf der Hut sein. Hier haben die mandalorianischen Kriege angefangen? Sieht gar nicht aus wie ein Schlachtfeld. Vieles liegt hier begraben. Und vieles sollte auch begraben bleiben. Was jetzt? Tja, die Schlacht ist noch nicht vorbei. Und nachdem sie uns unbedingt als Zielscheiben benutzen mussten... Hab ich schon gehört. Das gefällt mir nicht. Wir hatten Glück, dass... Ja, wie schwer ist das Schiff beschädigt? Es ist nur leicht beschädigt. Nichts Ernsthaftes. Ich schalte während der Reparatur alle unwichtigen Systeme aus. Dann geben wir kein Ziel ab. Tja, die... Das habe ich schon gehört, Leute. Sieht aus wie... Absturz... Es... ich komme aus dem Gespräch nicht raus. Was geht los? Tja, das... Wir... Hä? Leute? Sie... Das... Solange das Schiff... Ah, jetzt habe ich's. Wir gehen zum Vorposten. Okay, aber seid vorsichtig. Man kann nie wissen, wer hier noch alles abgestürzt ist. Ich habe das Gefühl, dass das Schiff nicht repariert sein wird, bis wir hier fertig sind. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, verstehe. Was ist so wichtig an diesem Ort? Hier haben die mandalorianischen Kriege begonnen. Einst hat er hier gekämpft. Er muss hier einige Dinge sehen. Er hat hier gekämpft? Warum hat er nichts davon gesagt? Redet ihr etwa über all eure Schlachten? Wollt ihr einige davon nicht auch lieber vergessen? Okay, Leute. Oh, wir sind auch noch Level up. Mega. Ganz geil. So. Das finde ich gut. Okay. Sehr schön. Okay, warum jetzt dieser Text hier auf Englisch ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir verlassen mal das Schiff. Wir nehmen mit, Kreia sicher und... die können wir auch schon hinzufügen. Ja dann. Wenn es dir doch schon einigermaßen besser geht. Tatsächlich. Wie kann ich dienen? Okay. Vor allem, die hat nämlich auch Machtfähigkeiten. Und ich tue die aber trotzdem... Oh, ja, nee, beim nächsten Mal haben wir die ja auch. Die kriegt von mir auch so... Charisma. Sehr schön. Fähigkeiten. Verletzte heilen wieder ein bisschen hoch. Tarnung, so, so. Ja, das ist gut, ist okay. Kräfte. Finde ich das noch gut, dass die das kann. Oh, wie viel muss ich denn bei der machen? So, Talente. Finde ich das wichtig. Kräfte. Kriegt die auch Machtblitze? Leute, dann nehmen wir hier echt alles auseinander. Ach Quatsch, nicht Sicherheit. Nochmal neue Kräfte. Die macht das auch. Oh, jetzt haben wir es aber gleich hier. Ach, schon wieder Sicherheit. Ich depp. So.
Ja, dann von mir aus so. Wenn ich ein Lichtschwert unterwegs finde, gebe ich dir das. Was habe ich denn hier? Würgen. Töten. Ah, Leute, das will ich auch lernen. Wieso habe ich das bei meinem Charakter nicht? Würgegriff. Das ist wieder mal, weil ich einfach nicht aufpasse. Ja. So. Alter, die ist ja fast krasser jetzt als ich. Da, einfach töten. Was hatten die für Waffen? Ah, ich glaube, ich habe ihr Laserschwert genommen. Ist mir egal. 2 bis 12. Ja, die kriegt von mir hier diese Sith-Klinge. Naja, dann war schon eher die Atemmaske. Ich glaube, die sieht man ja sowieso nicht. Gut. Sehr schön. Und los geht's, Leute. Ah, das wollte ich auch noch machen. Die Ehre liegt bei mir. Na, ist okay. Was ist das hier? Ja, das finde ich gut. Da hinten sind die ersten Feinde. Konzentriert euch. Boah, das ist stark, das Laserschwert von mir. Mega. Das geht ja richtig ab. Aber so richtig. Und die beiden, die geben jetzt so richtig gute Fähigkeiten. Was los? Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Sehr schön. Die sind ja alle ein leichtes hier. Ein leichtes. Wir tun erstmal die ganze Karte hier ein bisschen erforschen. Wir kommen ja so oder so gut voran. Und XP gibt uns das ja auch noch. Konzentriert euch! Sehr schön. Ein... Die Raumschlacht ist noch nicht vorbei. Die Sensoren der Hawk haben etwas erfasst, das auf den Mond zufliegt. Die meisten Systeme unseres Schiffs sind abgeschaltet. Viel mehr weiß ich nicht. Das andere Schiff könnte ganz in der Nähe oder auf der anderen Seite des Mondes gelandet sein. Dann bereite dich schon mal auf einen freundlichen Empfang auf Onderon vor. Na super. Eine Schlüssel wird offenbar. Perfekt. Wo wollen wir lang? Zuerst hier links, oder? Ich glaube, wir gehen erstmal hier runter. Oh. Keine Chance, Alter, hat der gegen uns. Bald werdet ihr den Schmerz kennen. Eine Schwäche wird offenbar. Ich werde ihn lehren. Hey, die Laserschwerter sind echt mega stark. Was haben wir hier? Komponenten. Nach der Raumschlacht über Onderon musst du auf dem Dschungel und du musst den anderen nach Izitz. Okay. Hab leider keine Ersatzteile. Schade.
Haben wir nur eine Leiche? Blastergewehr und ein Datapad. Revan sagt, dass wir den Duxen einnehmen müssen, unsere Droiden. Sollen tief anfliegen. Okay. Das ist also noch ein ziemlich altes Raumschiff. Alter, eine Gegenstände, Komponente. Schon wieder. Einen Moment schnell, vielleicht kann ich jetzt auf den Computer zugreifen. Eben wegen diesen Komponenten. Oder kann das sein? Nee. Na gut, okay. Ja, dann gehen wir mal weiter. Konzentriert euch. Ich werde ihn lehren zu sehen. Alter. Unser Charakter hier haut ja ganz schön rein. Oh, da ist ja noch einer. Sehr schön. Und mit dem hier kann man auch nichts anfangen? Er hat keine Chance. Ja. Oh, ich bringe den Feind zum Schweigen. So. Sehr, sehr schön. Gucken wir noch schnell, ob wir hier was holen können. Wir haben noch eine Leiche. Gut. Ja, das ist so ein kleines Stück, was wir da noch nicht erforscht haben. Die Raumschlacht ist vorbei. Dieser Colonel Tobin hat in ein Minok-Nest gestochen, als er auf uns geschossen hat. Es gibt noch einiges zu reparieren. Ich werde jetzt mal kurz die Sensoren deaktivieren. Du musst also ein Weilchen ohne mich auskommen. Ich weiß, dass du zerknirscht bist. So. Ja, ist nicht so schlimm. Ist doch gar nicht so schlimm. Oh. Okay, ein paar sehen aus wie, ach, weiß nicht, vielleicht Kopfgeldjäger oder so. Also mal gucken, was die uns zu sagen haben. Ihr habt uns eine gute Jagd geboten, Mensch. Der Kampf war, oben war... Ah, das war den, ihr die Bastarde haben uns verfolgt. Werft eure Waffen weg. Ja? Euer Kopfgeld ist höher, wenn ihr nicht so... wenn ihr noch sehr lebendig seid. Ich werde mich euch niemals ergeben. Nun denn, das Kopfgeld ist auch noch hoch genug, wenn ihr beschädigt und leblos seid. Jo, meine Lieben. Zeig mal her. Wie kann ich ihn? Boah, keine Chance, Alter. Keine Chance. Konzentriert euch. Stimmt. Sehr schön. Wow. Wo wollen wir lang? Ah, wir gucken nochmal schnell da hinten. Oh, ein Plastikzylinder. Okay. Gibt's hier noch was? Was ist das denn? Der war ja schon fast tot. Was gibt es? Kreia, du bist Level Up. Das gibt es. Hm. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So. Wie gesagt. Wir kommen echt gut voran. Zum 1000. Mal. Ich frage mich, kann ich überhaupt noch dunkler werden?
Oh, ich denke mal schon. Sie haben das Schiff entkommen lassen? Darüber unterhalten wir uns noch, Captain. Aber jetzt finden Sie dieses Schiff. Unser Verbündeter sagt, der Jedi hätte das System nicht verlassen. Schicken Sie ein paar Leute nach Dxun. Sobald Sie irgendwas finden, melden Sie sich. Und jetzt gehen Sie mir aus den Augen. Okay, meine Lieben. Wie es aussieht... Ja, komm, die machen wir noch. Die machen wir noch. So, also. Wir sind doch schon wieder jetzt dann bald bei einer halben Stunde oder so. Keine Ahnung. Und ich glaube, ich werde diesen Part an dieser Stelle dann jetzt abbrechen. Also beenden. Ich sag immer abbrechen. Hört sich so an, als würde ich nicht mehr weitermachen. Stirb! Oh, nice. Wie kann ich dienen? Fähigkeiten. Okay, Talente. Sehr schön. Gut. Gut. Halt! Das ist kein Kadaver aus einem vergessenen Krieg. Er wurde erst vor kurzem getötet. Dxun scheint nicht so verlassen zu sein, wie man uns glauben machen wollte. Wie lange ist er schon tot? Ein paar Tage. Höchstens eine Standardwoche. Der Dschungel hat noch keine Spuren auf seiner Rüstung hinterlassen. Ihr habt vermutlich noch mehr Fragen. Aber gehen wir weiter. Vielleicht finden wir die Antworten, die ihr sucht. Sehr schön. Also, kann ich noch irgendwie... Ja. Credits, bla bla bla. Okay. Komme ich da rein? Nee. Okay, also Leute. Ich hoffe, euch hat der Part Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Wenn es drum heißt, Dxun zu erkunden mit meinen zwei Gefährten hier. Und bis dahin... Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein.